gleich zum nächsten Thema. Unser Thema sind Engel, okay? Und letzte Woche haben wir über Dämonen gesprochen und ein bisschen über die Charaktereigenschaften beziehungsweise ein bisschen darüber, woher Dämonen abstammen, woher Dämonen kommen. Und heute möchte ich darüber sprechen, über den Fall eines Cherubim. Okay, ich denke, wenn ihr eure Bibel schon mal gelesen habt, wenn ihr Hesekiel 28 und Jesaja 14 gelesen habt, dann habt ihr mit Sicherheit, dann wisst ihr, dass es gab mal einen Engel, der so nah bei Gott war, der so in der Herrlichkeit Gottes war und trotzdem in ihm etwas aufgestiegen ist, das ihn verunreinigt hat, beziehungsweise das dazu geführt hat, dass dieser Engel nicht mehr in der Gegenwart Gottes verweilen konnte. Und das ist so eine krasse Angelegenheit, wenn man sich das einfach so überlegt, dass jemand, der von Gott geschaffen ist, jemand, der so nah dran sein durfte an Gott, und viele glauben, dass er so nah dran an Gott, am Gottesthron sein durfte, wie kein Engel neben ihm. Was bedeutet das? Dass er, wenn Gott Gedanken hatte, wenn Gott etwas vorhatte zu tun, dass der Erste, der es mitbekommen hat, der Erste, der es auffangen durfte, der Erste, der diese Offenbarungen erhalten durfte, was da passiert, was Gott vorhat, ist dieser Engel gewesen. Und das war sowas von fantastisch, sowas von wundervoll, dass er in dieser Gegenwart es trotzdem hinbekommen hat, rebellisch zu werden. Und die Frage ist vielleicht, und man könnte sich darüber Gedanken machen, möglicherweise war das Problem, dass er immer den Willen Gottes erkannt hat, gesehen hat, was Gott vorhatte, dass Gott vorhatte, den Menschen zu machen, dass Gott vorhatte, einen Menschen zu machen, mit dem er so eins ist, wie er nicht mit den Engeln eins ist. Möglicherweise, ja. Und man kann sich viele Gedanken machen, wieso, weshalb, warum. Aber die Sache ist die, hey, in so einer perfekten Umgebung, so eine Einstellung zu haben, da muss irgendetwas falsch laufen. Und wir haben Hesekiel 28 gelesen letzte Woche. Und lass uns einfach nochmal einfach die paar Bibelverse lesen, einfach um zu sehen, wie Gott ihn geschaffen hat. Und so spricht der Herr ab dem zweiten Teil von Vers 12. Du warst das vollendete Siegel voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke. Karneol, Topas und Jaspis, Türkis, Onyx und Jade, Saphir, Rubin und Smaragd. Und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du umher. Vollkommen warst du in deinen Wegen, von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis ich Unrecht an dir fand. Und wenn du Hesekiel 28 und Jesaja 14 dir ein bisschen nicht nur liest, sondern ein bisschen studierst, wo du eigentlich hinkommen wirst, ist, dass du sehen wirst, wie Gott diesen Cherub geschaffen hat, dass jede Bewegung von ihm einen wundervollen Engelston hervorgebracht hat. Dass jede Bewegung von diesem Engel hat einfach nur eine Melodie hervorgebracht, die einfach Gott entspricht. Er war sowas von wundervoll, dass Bewegungen von ihm, dass einfach so, wie er geschaffen wurde, das war einfach nur Herrlichkeit, war wundervoll, war schön, war vollkommen, wie er geschaffen wurde. Und trotzdem war da etwas, was in ihm aufgestiegen ist. Und das ist etwas, was wir in Jesaja 14 lesen. Und schaut mal ab Vers 7, das sind jetzt 11 Bibelverse, 7 bis 17. Das sind die bekannten Ich will's von diesem gefallenen Cherub. Wieso? Was war eigentlich das Problem? Was war eigentlich dein Thema? Junge, du warst sowas von hervorragend geschaffen. Du warst sowas von wundervoll. Du warst so nah bei Gott dran, wie man sich das eigentlich nur erhoffen, erdenken, vorstellen kann. Und trotzdem ist in dir etwas aufgestiegen. Was waren diese Sachen, die in dir aufgestiegen sind? Schaut mal, es steht, es ruht, ab Vers 7, Jesaja 14, es ruht, es rastet die ganze Erde, man bricht in Jubel aus. Auch die Wacholderbäume freuen sich über dich, die Zedern des Libanon. Seitdem du da liegst, kommt der Holzfäller nicht mehr zu uns herauf. Der Sheol drunten ist in Bewegung um deinetwillen, in Erwägung deiner Ankunft. Er stört deinetwegen die Schatten auf, alle Mächtigen der Erde. Er lässt von ihnen Thronen alle Könige der Nationen aufstehen. Sie alle beginnen und sagen zu dir, ach, du bist kraftlos geworden, wie wir bist du uns gleich. In den Sheol hinabgestürzt ist deine Pracht und der Klang deiner Harfen. Maden sind unter dir zum Lager ausgebreitet und Würmer sind deine Decke.
Wir sehen, dass dieser Engel, der gekleidet war in diesen fantastischen Edelstein, seine Kleidung sind jetzt Würmer und Maden. Dieser Fall hat etwas hervorgebracht in ihm, dass eigentlich all dieser Glanz, all diese schönen Töne wurden zerstört durch etwas, was in ihm aufgestiegen ist. Und es war nicht etwas, was nach außen irgendwie so sichtbar war, es war einfach wiederum die Herzenshaltung. Deswegen hat Gott so ein Problem, beziehungsweise so einen Drang nach unserem Herzen. Und er sagt, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern? Und das ist dieses Wort Glanzstern hier ist Hellel, was für uns übersetzt Luzifer ist. Okay, das ist, woher wir sagen, Satan heißt Luzifer, beziehungsweise dieser oberste Engel, beziehungsweise dieser Cherub oder auch dieser Erzengel hieß Luzifer, weil das aus diesem Wort hier abgeleitet ist. Glanzstern, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du sagst es in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen, doch in den Scheol bist du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Die dich sehen, betrachten dich, sehen dich genau an. Ist das der Mann, der die Erde erbeben ließ, Königreiche erschütterte? Er machte den Erdkreis der Wüste gleich und riss ihre Städte nieder. Seine Gefangenen entließ er nicht nach Hause. Und dieser wundervolle Engel, der von sowas fantastisch geschaffen ist. Am Ende, sein Sturz wird so sein, dass am Ende die Menschen ihn anschauen werden und werden sagen, war das derjenige, der die Erde zu dem gemacht hat? War das derjenige, von dem die Bibel sagt, der Gott der Welt? Das bedeutet nicht, dass er keine Kraft hat, keine Macht hat, aber sondern wir werden ihn uns anschauen und werden Gott sehen und die Größe Gottes und wir werden einfach nur baff dastehen und uns einfach nur wundern, wie konnte das passieren, dass dieses geschaffene Wesen, schaut ihn euch an, er ist wie ein Tropfen auf einem heißen Stein im Vergleich zu diesem wundervollen Gott und er hat es geschafft, die ganze Erde in Aufruhr zu bringen. Und wie ich letzte Woche gesagt habe, sein Königreich funktioniert durch Einheit, weil er eins versteht, dass Einheit bringt Dinge hervor wie möglicherweise nichts anderes. Die Bibel sagt, und wir wissen es beim Turm von Babel in Kapitel 11 vom 1. Mose, dass Gott sie gesehen hat und sie hatten eine Sprache und sie hatten dieses eine Ziel und Gott sagt, hey, wenn sie so weitermachen, wird ihnen nichts unmöglich sein. Es war nicht die Liebe, die sie untereinander hatten. Es war die Einheit, die sie untereinander hatten. Und wir in christlichen Kreisen reden viel von Liebe und das ist auch richtig und notwendig, weil Liebe das höchste Gut ist. Aber wollen wir was erreichen, dann ist es nicht ausschließlich Liebe, sondern es ist Einheit. Weil viele Bewegungen, die passiert sind, die entstanden sind, sind nicht aus Liebe entstanden, sind aus Einheit hervorgekommen. Nicht, weil sich die Leute geliebt haben, sondern weil die Leute ein und dasselbe Ziel hatten, eine Agenda hatten und an einem Strang gezogen haben. Und so haben sie dann die Erde sozusagen untertan gemacht. Und wir können uns unterschiedliche Bewegungen auch im letzten Jahrhundert uns anschauen, die unsere Zeit jetzt beeinflussen, wo 30, 20, 30, 40 Leute zusammengekommen sind und gesagt haben, wir werden unser Leben dafür geben, dass die Gesellschaft anfängt, anders zu denken. Und sie haben gesagt, wir werden nicht aufhören, wir werden es in unsere Kinder und in die Kindeskinder hineinlegen, bis es auf einmal in Ordnung sein wird, so zu denken, wie wir denken. Und nicht nur in Ordnung, sondern es wird ein Problem sein, wenn man nicht so denkt. Und siehe da, 10, 20, 30, 40 Jahre später, und dann kannst du sehen, hey, wow, was da passiert ist. Und es war nicht Liebe, es war Einheit. Und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dämonen sich untereinander lieben. Das würde mir schwer fallen. Aber eins, was sie haben, ist Einheit. Denn ihr Königreich funktioniert durch Einheit. Ihr Königreich hat noch immer Bestand, weil sie so eine Einheit haben. Nicht, weil sie sich lieben, weil sie so eine Einheit haben. Und dieser Glanzstern, der so fantastisch geschaffen worden ist, dieser Glanzstern, von dem den wir uns anschauen werden und sagen werden, hey, im Vergleich zu Gott, wie konnte jemand überhaupt ihm Glauben schenken?
Dieser Glanzstern hat noch immer eine Agenda. Dieser Glanzstern, seine Agenda ist noch immer die gleichen Sachen, die in seinem Herzen aufgestiegen sind. Seine Agenda ist noch immer die gleiche, weil er kann dir keine Liebe geben, wenn er keine Liebe hat. Das, was er in ihm hat, was er in sich trägt. Und wenn er der Gott dieser Welt ist, dann ist das, was er in sich trägt, auch das, was er den Menschen vermittelt. Und das Erste, was er gesagt hat, schaut mal, ist: Ich will zum Himmel hinaufsteigen. Niemand von uns würde, der Gott liebt, würde jemals sagen, ich will zum Himmel hinaufsteigen, so wie er. Niemand von uns würde das in Rebellion sagen, weißt du, so, Gott hat mir irgendetwas vorenthalten. Ich will etwas, was mir Gott nicht gibt. Niemand würde das von uns behaupten. Aber die Sache ist die, hinter jedem dieser Ich will's ist ein anderer Gedanke, beziehungsweise ein tieferer Gedanke drin. Weil was eigentlich in ihm drin war, ist nicht, ich will so klar und glasklar, ich will zum Himmel hinaussteigen. Nein. Das, was in seinem Herzen war, war einfach nur, ich bin einfach unzufrieden mit dem Bestehenden. Und hier, und das fühlt sich schon wesentlich, wie sagt man, vertrauter für uns an. Niemand von uns würde sagen, ich will zum Himmel aufsteigen, da wo Gott ist. Nein, das, was mir eigentlich Gott vorenthält, das will ich. Nein. Aber das, ich bin eigentlich unzufrieden mit dem, was ich gerade habe. Ich bin eigentlich unzufrieden mit dem, wo ich gerade bin. Ich bin eigentlich unzufrieden mit meinem Job, den ich eigentlich am Anfang total toll fand. Ich bin eigentlich unzufrieden mit der Gemeinde, die am Anfang eigentlich die beste war auf der ganzen Welt. Ich bin eigentlich unzufrieden mit meinen Freunden, bei denen ich mich so wohl gefühlt habe. Und das ist eigentlich, was er vermittelt. Er wird nie sagen, hey, pass auf, hey, in deinem Herzen wird aufsteigen, ich will hinaufsteigen zum Himmel, da, wo es eigentlich gar nicht hingeht. Sondern er wird dir sagen, hey, pass auf, guck mal, eigentlich darfst du nicht ganz so zufrieden sein. Und pass mal, ich glaube, wir dürfen nicht zufrieden sein, wo wir sind. Wir dürfen nicht mit dem uns zufrieden geben, wo wir sind. Wir müssen, ich glaube, ich bin überzeugt davon, wir müssen nach dem Größeren, wir müssen nach mehr verlangen. Wir können nicht zufrieden sein, dass unsere Stadt, dass unser Land nicht noch wesentlich mehr uns die Werte Gottes und die Moral Gottes widerspiegelt. Wir können damit nicht zufrieden sein. Aber in dieser Unzufriedenheit müssen wir trotzdem dankbar sein. Weil das ist es, was dieser Engel hier hat. Er war unzufrieden, obwohl er der höchste Engel war, obwohl er der Cherub war, obwohl er derjenige war. Weißt du, mein Sohn? Hey, egal, wenn er sich bewegt hat, jeder hat es gehört. Es war einfach nur ein Glanz, es war einfach nur ein Duft für jeden um ihn herum. Nur das, wenn er sich bewegt hat. Aber er war nicht zufrieden damit. Und mit dieser Unzufriedenheit kam dann noch Undankbarkeit. Und das ist das, was er uns eigentlich in uns hineinlegen möchte, ist, dass, hey, eine Zeit lang wirst du zufrieden sein, eine Zeit lang wirst du froh sein über deinen Job, eine Zeit lang wirst du mit deinen Freunden super zurechtkommen, aber irgendwann mal kommt in dir irgendwie so eine Unzufriedenheit auf. Und wenn diese Unzufriedenheit hochkommt, kann natürlich sein, dass du dafür für etwas berufen bist, etwas zu verändern. Aber wenn mit dieser Unzufriedenheit ebenso Undankbarkeit kommt, dann weißt du, das ist ein Ich will vom Gott dieser Welt. Weil die Sache ist die, schaut mal, Philipper 4, 11 bis 13, sagt Paulus, nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, sich darin zu begnügen, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, um mich darin zu begnügen, weiß ich. In jedes und in alles eingeweiht, sowohl satt zu sein, und da habe ich mich begnügt, als auch zu hungern, und da war ich dankbar. Sowohl Überfluss zu haben, da war ich so dankbar. Aber Mangel zu haben, war ich ebenso dankbar. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und das hat dieser Engel nicht verstanden, dass, ja, ich bin unzufrieden, wie manche Sachen aussehen. Ich bin unzufrieden auch mit manchen Sachen in meinem Leben, auf jeden Fall, weil ich bin überzeugt davon, ich muss verändert werden. Aber ich bin dankbar. Dankbar, weil dieses Ich will ist nicht, ich will zum Himmel hinaufsteigen. Keiner von uns würde das jemals sagen. Aber wie oft kommt dieses Gefühl hoch von, ich bin eigentlich unzufrieden und weißt was, und verlieren gleichzeitig die Dankbarkeit. Das Zweite sagt er, ich will hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten. Und Sterne sind oft ein Synonym für Engel.
in der Bibel, was er hier sagt, ist, hey, ich war zwar der Höchste, aber weißt du was? Ich will noch wesentlich besser sein als die alle anderen Engel. Ich bin vielleicht schöner, weißt du, ich meine so, ich bin so, Engel schauen zu mir auf, wie fantastisch ich geschaffen wurde von Gott, aber sie geben Gott die Ehre dafür, wie ich bin, was ich bin und nicht mir. Und der Gedanke dahinter ist, eigentlich bin ich was Besseres und keiner sieht's. Am Anfang lernst du vielleicht jemanden kennen und bist total begeistert über ihn. Vielleicht lernst du mich kennen und bist begeistert von mir. Ich weiß gar nicht, wie man das nicht sein kann, aber. Und dann kriegst du so mit, dass ich Fehler habe, dass ich Geschenke eigentlich gar nicht so toll finde. Und auf einmal denkst du dir, der Herr ist auch nur ein Mensch. Ich erzähl's euch schon die ganze Zeit. Und was aber hier passiert ist, dass sein Selbstwertgefühl nicht auf dem aufbaut, was Gott über ihn sagt, sondern sein Selbstwertgefühl baut darauf auf, dass er sieht, wie schlecht andere sind. Und das ist ein großer Unterschied, ob unser Selbstwertgefühl darauf aufgebaut ist, was Gott über uns sagt, wie Gott uns geschaffen hat, oder indem wir andere anschauen und sagen, boah, ich bin besser wie er. Und das ist ein großer Unterschied. Und am Anfang, weißt du was, du betest für deinen Job, du betest für einen Job und bist so happy, dass du endlich beim Daimler reingekommen bist, weißt du, und bist ein Tag beim Daimler und du bist einfach nur Gott dankbar und hast schon deinen Kollegen erzählt, dass es ein Zeugnis Gottes ist und du hast nur Dankbarkeit und dann am zweiten Tag, du wachst auf, 3:30, obwohl du noch 15 Minuten zu schlafen hast, weißt du, ich meine so, aber du gehst mit dieser Dankbarkeit, gehst du zur Arbeit und bist so happy, weil das hat Gott dir gegeben. Und dann redest du mit deinem Kollegen, der am gleichen Tag den Job angefangen hat wie du, der eine schlechtere Ausbildung hat wie du, der aber mehr verdient wie du. Nichts hat sich bei dir geändert. Nichts. Gleiches Gehalt, gleiche Situation, gleicher Vertrag. Aber weil du dich nicht mit dem Segen Gottes vergleichst, sondern mit dem deines Gegenüber. Auf einmal diese Dankbarkeit weicht in Unzufriedenheit. Und wir würden nie sagen, ich bin etwas Besseres. Wir würden nie sagen, hoch über den Sternen, hoch über meinen Kollegen will ich mein Gehalt haben. Nie! Aber innerlich ist unfair. Ich bin schöner, besser, größer, intelligenter. Oder dein Chef lobt deinen Kollegen öffentlich, obwohl du möglicherweise mehr dazu beigetragen hast wie er. Und happy warst du über die Arbeit, die ihr gemacht habt, aber auf einmal, weil du das Lob nicht bekommen hast, hat dein Gegenüber das Lob bekommen. Und auf einmal, obwohl dein Gehalt hat sich nicht geändert, deine Stellung hat sich nicht geändert, dein Status hat sich nicht geändert, dein Vertrag hat sich nicht geändert, aber nur weil jemand anders ein Lob bekommen hat, hat sich unser Tag verändert. Und es ist ein Ich-Will von Satan, es ist ein Ich-Will von diesem Luzifer, der versucht, der sagt nicht, hey, pass auf, hoch über den Sternen kannst du irgendwas haben. Nein, er sagt dir, hey, pass auf, eigentlich bist du besser wie er. Und anstatt, dass wir unser Selbstwertgefühl auf dem aufbauen, was er über uns sagt, was Gott über uns sagt, der Schöpfer von Himmel und Erde, nehmen wir unser Selbstwertgefühl darin, dass wir denken, okay, wir sind besser wie er und somit fühlen wir uns besser. Und genau das ist es. Schaut mal, dieser Engel hat es nicht verstanden. Hoch über den Engel. Nein. Schau dir Jesus an, was Jesus gemacht hat. Jesus war hoch über den Engel. Und er war unzufrieden. Nicht wegen seiner Position. Er war unzufrieden, weil er wollte, dass viele andere ebenso dahin kommen. Die Menschen. Und was Jesus macht, ist nicht wie Satan, der nach oben schaut und sich denkt und sagt, hey, hoch über den Engeln will ich mal. Ich bin was Besseres. Nein. Jesus sagt, ja, ich bin was Besseres, aber weil ich was Besseres will, will ich, dass alle anderen dieselben Werke tun sollen und größere wie ich. Jesus, der hoch über allem steht, er sagt, ich gehe nach unten. Satan, der eigentlich ebenso über allen eigentlich steht, wundervoller, schöner, glanzvoller ist wie alle, aber er will noch weiter hoch.
Jesus sagt, ich bin so weit oben, ich gehe nach unten. Er wird zum Menschen, obwohl er Gott war und es nicht für Raub hielt, gleich zu sein wie Gott. Und nicht nur das, sondern er ist Mensch geworden. Und nicht nur Mensch geworden, sondern er geht sogar auf die Knie, den Menschen die Füße zu waschen. Aber nicht nur da blieb er, sondern nicht nur auf den Knien ist er geblieben, sondern er hat sich hingelegt ins Grab, noch tiefer. Aber nicht nur da, sondern er ist bis in die tiefsten Tiefen gegangen, in den Sheol ist er hingegangen, um die Gefangenen gefangen zu halten und sie herauszuführen und sie hoch über den Sternen sitzen zu lassen mit ihm. Und schaut mal, Philipper 2:2-4. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder einer eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Mann, hätte Satan das gewusst. Er hat's gewusst. Lasst uns nicht darauf schauen und uns vergleichen mit anderen im Sinne von, okay, hey, dass wir daraus unser Selbstwertgefühl rausziehen. Unser Selbstwertgefühl, egal wie wir nach außen aussehen, egal wie wir im Vergleich zu unseren Mitmenschen aussehen, ist immer von ihm, was er über uns sagt. Und so wie Jesus sagt, Jesus hat es nicht für Raub gehalten, obwohl er Gott ist, sagt er, hey, wisst ihr was, ich habe so tolle Dinge getan, aber ihr werdet noch größere tun. Und genauso müssen wir sein, hey, wir sollten so sein, dass wir eigentlich Leute pushen, damit sie besser sind wie wir. Dass wir eigentlich Leute mit motivieren, ihre Gaben einzusetzen. Dass wir anfangen, das Potenzial und nicht die Fehler in ihnen zu sehen. Dass wir anfangen, es als unseren Dienst anzusehen, andere zu erhöhen und nicht uns und unsere Gaben zu profilieren. Das ist Jesus. Und die Sache ist die, dass so wie bei Jesus hier einer, der Cherub, der nicht mehr da ist, wo er war. Warum? Weil er hoch wollte und gefallen ist. Aber hier hast du Jesus, der so oben war und nach unten ging und dann erhöht wurde. Weil wenn du dich demütigst, wenn du dich demütigst, auf deinen Knien bist, wenn du die andere pushst, damit sie besser werden wie du, wirst du nicht übersehen werden können. Unmöglich. Gott, das ist das Prinzip Gottes, dass du erhöht wirst. Aber die Sache ist die, wenn wir uns profilieren, wenn wir andere nicht pushen, sondern unsere eigenen Gaben profilieren, wird es nicht funktionieren. Das kann so nicht funktionieren, weil das kein Prinzip im Königreich Gottes ist. Schaut mal, er sagt, ich will mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Niemand würde uns sagen, hey, ich will mich niedersetzen auf den äußersten Versammlungsberg im äußersten Norden. Warum? Weil dieser Platz gebührt Gott. Aber was er eigentlich in sich hatte, ist, ich will herrschen, ich will nicht dienen. Und was er total in seiner Verblendung verpasst hat, zu sehen ist, Junge, dienen ist das höchste Gut und ist die höchste Form von Herrschen. Apostelgeschichte 3:36. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht, Diener Jesus, erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen. Wie zu segnen? Diener Jesus. Nicht Herrscher Jesus, Diener Jesus. Warum? Weil der Diener wird erhöht werden. Einer, der danach trachtet, Herrscher zu sein, wird es vielleicht eine Zeit lang sein. Aber irgendwann wird jemand anderes kommen, der stärker ist wie du und wird dich darunter stürzen. Und die Sache ist die, willst du herrschen und alles, was du irgendwann versuchst zu tun, ist einfach nur diese Herrschaftsposition zu festigen und festzuhalten. Schaut mal, vor allem in afrikanischen Ländern haben wir es einfach mit diesen Machthabern zu tun, die am Anfang sowas von mit Kusshand, mit Jubelgeschrei, mit Trompeten und Gesang empfangen wurden. Weil alle gesagt haben, das ist unser Erlöser. Sogar in Amerika, in New York, wurde zum Beispiel Mugabe in Zimbabwe, und damals war Zimbabwe das reichste Land in ganz Afrika, wurde mit Kusshand, mit Spalier sind sie gestanden in New York, als er ankam, weil sie gesagt haben, hey, hier ist einer, der hat eine richtige Herzenshaltung. Die Sache ist nur die, was er irgendwann mal vielleicht war er am Anfang guter, ich weiß es nicht, aber wenn er es mal war, hat er in der Zeit irgendwann mal verloren zu dienen und wollte einfach nur herrschen. Und was dann passiert ist ich. Alles, was er gemacht hat, ist einfach nur, sich um seinen eigenen Thron und um seine eigene Position zu kümmern. Und Zimbabwe,
Das reichste Land Afrikas in den 70er Jahren ist zum ärmsten Land in ganz Afrika geworden. Ich glaube, die Inflationsrate ist bei 1,2 Millionen Prozent. Das ist verrückt. Aber was du siehst, ist, dass der Reichtum von Mugabe gewachsen ist. Dass Mugabe, soweit ich weiß, hat er sich ein Reichtum angehäuft, was man ungefähr weiß, um die 50 Milliarden Dollar. Und möglicherweise war er am Anfang der Erlöser für diese Nation. Aber wenn du irgendwann mal davon wegkommst, zu verstehen, dass Dienen das höchste Gut ist und die höchste Form von Herrschen. Alles, was du machst, ist versuchen, deine eigene Herrschaft festzuhalten. Und das hat Jesus nie gemacht. Philipper 2, Vers 5 bis 11. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts. Und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, jede der himmlischen und der irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Hoch oben war er, runter ist er gestiegen, damit er wieder erhöht wird. Keiner von uns würde sagen, ich will den Platz von Gott einnehmen. Aber vielleicht steigt in uns eigentlich auf, ich habe es satt zu dienen. Und ich muss sagen, ich habe manchmal ein Problem damit. Zum Beispiel, ich bin so aufgewachsen, dass junge Leute dienen, okay? Das heißt, im Haushalt helfen und so weiter. Und dass das eigentlich ein Respekt ist gegenüber den Eltern. Und wenn ich das dann sehe, zum Beispiel in unseren Familienkreisen, dann habe ich ein Problem damit. Und dann frage ich mich, habe ich ein Problem damit, weil ich jetzt nicht mehr bedient werde, weil ich ja so lange gedient habe und jetzt selber nicht bedient werde? Und jetzt eigentlich, oder habe ich ein Problem damit, weil unsere Gesellschaft irgendwie ein bisschen den Bach vielleicht runtergeht. Und ich glaube, mein Problem war, ich will selber bedient werden. So wie mein Vater sagt früher bei seinen Eltern, wer hat als erstes das Essen bekommen? Der Vater. Und die Kinder zum Schluss. Mein Vater sagt jetzt bin ich in einer Zeit, wo es eigentlich an meiner Zeit wäre, sagt er, und jetzt komme ich an den Tisch und meine Frau sagt zu mir, warte, bis die Kinder gegessen haben. Und ich sage, ich bin einfach nur der Loser. Manchmal sagt er, egal wie du es drehst und wendest. Er sagt, ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen. Und Wolken sind in der Regel ein Bild davon, wenn sie ein Bild davon sind, was im Himmel vor sich geht, sind Wolken ein Bild für die Herrlichkeit Gottes. Und er sagt, ich bin nicht nur zufrieden, in der Wolke zu sein, ich will darüber bestimmen, was mit der Wolke passiert. Ich will darüber bestimmen, wohin die Herrlichkeit geht. Ich will darüber bestimmen, wohin die Herrlichkeit freigesetzt wird. Ich will darüber bestimmen. Und ich will mich nicht einfach nur zufrieden geben mit dem, dass ich in der Wolke bin. Aber wenn wir dankbar sind, wenn wir nicht dankbar sind für Sachen, selbst wenn uns etwas Besseres zusteht, dann wird es immer ein Problem sein. Weil das Ding ist, was wissen wir schon, was Gott mit uns vorhat? Ja, prophetische Eingebung kannst du bekommen, aber was wissen wir eigentlich schon, was Gott mit uns vorhat? Wenn du dir Geschichten ansiehst von Josef, Geschichten ansiehst von Elia, wenn du die Geschichten ansiehst von Daniel, wenn du die Geschichten von Jeremia ansiehst, dann wirst du, bevor du weißt, was da passiert, wirst du doch sagen, hey, das ist nicht in Ordnung. Aber wenn du Daniel jetzt fragst, hey Daniel, würdest du da durchgehen
dass du unrechtmäßig angeklagt wirst und sogar in eine Löwengrube geschmissen wirst, aber du wirst es überleben, die Löwen werden dich nicht warnen. Würdest du da durchgehen? Er würde ja sagen. Aber bevor du es weißt, dass du da durchgehen musst, würdest du es durchgehen? Ist eine andere Sache. Deswegen, was wissen wir schon, was Gott mit uns vorhat? Was wissen wir schon, ob es überhaupt ungerecht ist, dass jemand neben uns möglicherweise ein höheres Gehalt hat, obwohl wir es vielleicht verdient haben? Was wissen wir schon, was Gott uns beibringen möchte? Was wissen wir ja schon, wo Gott uns hinführen möchte, was wir lernen müssen, damit uns Gott dahin führt? Was wissen wir schon, ist es ungerecht oder ist es nicht ungerecht, dass hier ein Josef von seinen Brüdern verkauft wird? Was wissen wir schon, ob es ungerecht ist in den Augen Gottes? Ja, ja, in den Augen der Menschen ist es ungerecht. Aber was wissen wir schon, was Gott mit Josef vorhat? Dass er dann zu Potiphar kommt und er einfach nur dient. Er will nicht herrschen, er will einfach nur dienen. Und er wird zum höchsten Diener bei Potiphar. Und was wissen wir schon? Es ist ungerecht, dass er angeklagt wird von Potiphars Frau, dass er sie eigentlich sexuell belästigt wird. Was wissen wir schon, dass er jetzt einen Stempel hat auf seinem Leben, bis zum Ende seines Lebens, dass er ein sexueller Straftäter ist? Was wissen wir schon, was Gott mit ihm vorhat? Aber diese Sachen haben in ihm etwas geformt, das Gott gebraucht hat, um die ganze Welt zu retten. Was wissen wir schon? Und hier hast du einen Josef, der dann im Gefängnis ist und trotzdem, okay, hey, keine Ahnung, wie er das ausgehalten hat, aber eins weiß ich, wahrscheinlich hat er sich gedacht, alles, was ich weiß, ist zu dienen. Gott sieht es, Gott sieht es, Gott sieht es. Und auf einmal bist du im Gefängnis. Im Gefängnis dienst du, jahrelang dienst du und wirklich, auf einmal geht es dir im Gefängnis eigentlich ganz ordentlich. Und Zufriedenheit, Dankbarkeit, weil es gibt auch andere, schaut mal, was sie durchmachen, aber hier Dankbarkeit. Und irgendwann mal, Josef rettet die Welt. Josef, wenn du das alles weißt, jetzt so im Nachhinein, würdest du alles nochmal durchgehen? Hat es sich gelohnt, das durchzugehen? Hat es sich gelohnt, Ungerechtigkeit zu erfahren? Hat es sich gelohnt, dass dein Chef jemanden anders dir bevorzugt hat? Hat es sich gelohnt, dass sogar unrechtmäßig du angeklagt wurdest? Hat es sich gelohnt, Josef? Halleluja, Dank sei Gott, natürlich hat es sich gelohnt. Aber 12-jähriger Josef, schau mal, was mit dir passieren wird. Du wirst angeklagt werden, du wirst verkauft werden von deinen Brüdern. Du kommst ins Gefängnis in Ägypten, wo es voll ist mit Mäusen, Läusen, Zecken, Hepatitis A, B, C, D, E, F, G bis Z. Krätze. Das ist das, was dir vorsteht. 12-jähriger Josef, machst du das? Im Nachhinein ist es immer einfacher. Deswegen müssen wir verstehen, was wissen wir schon, was Gott mit uns vorhat. Du bist berufen, keine Ahnung für was, in Deutschland, in Europa und so weiter. Aber glaub mir, mit deiner Herzenshaltung, mit meiner Herzenshaltung, wir sind noch nicht bereit. Was wissen wir schon? Deswegen, egal wie es aussieht, egal wie es aussieht, sei dankbar. Weil was weißt du schon, was Gott mit dir vorhat? Was weißt du schon, was Gott mit dir vorhat? Sei einfach nur dankbar, dankbar. Du blickst es nicht, verstehst es nicht, geht dir nicht in den Kopf. Ja, aber was weißt du schon? Sei einfach nur dankbar. Und manche Sachen werden sogar so aussehen, wenn du das Richtige machst, dass es einfach nur noch schlechter wird. Und bei manchen Sachen weißt du sogar, wenn du das Richtige machst, wird es für dich schlechter ausgehen. Scheint so. Ich kann mich erinnern, wir haben ja diese Riesenbaustelle bei uns vorm Haus. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, Riesenbaustelle, die wird jetzt mal 2-3 Jahre dort sein. Ich werde bei unserem Vermieter anrufen, beziehungsweise ist eine große Gesellschaft, und werde bei denen anrufen und sage, hey, pass auf, ey, das ist mein Arbeitsplatz hier, ich arbeite hier hauptsächlich und das ist hier eine Baustelle, ich glaube, eine Mietminderung wäre angebracht, und ohne zu zögern haben sie uns eine Mietminderung von, glaube ich, knapp 30% gegeben. Wow, 30%. Ich war zufrieden, dankbar. Und dann kriege ich mit, dass unsere Nachbarn keine Mietminderung bekommen.
Und weil sie nicht so waren wie ich und gefragt haben. Und klar, als Vermieter, was, weiß ich mein so, wieso solltest du jemandem was geben, der nicht fragt? Weil ich meine, naja, anyways. Aber ich wusste, ich muss denen sagen, dass ich eine Mietminderung habe. Aber ich wusste auch, wenn ich das denen sage, wird meine Mietminderung gekürzt. Und ich bin trotzdem umhergegangen und habe jeden Einzelnen gesagt, hey, pass auf, ich habe so und so viel Mietminderung. Wie sieht es bei euch aus? Nee, echt? Und so weiter. Und passt auf, am Ende, alle Häuser drumherum, ich weiß nicht, wie viele hundert Leute, hunderte von Leuten es sind, haben alle eine Mietminderung bekommen. Und unsere haben sie gekürzt. Sind nicht mehr 30%, jetzt sind es circa 12%. Nicht nur haben sie gekürzt, sondern das zu viel Bezahlte haben sie uns sozusagen in den nächsten Monaten sogar angerechnet. Unfair! Was weiß ich schon? Was weiß ich schon, was Gott vorhat? Was weiß ich schon, was Gott in meinem Herzen noch rausjagen musste? Was weiß ich schon? Und deswegen Dankbarkeit. Und ich laufe durch die Straßen und denke mir, ich bin derjenige, ihr müsstet mir den Zehnten geben. Ah, Spaß, nein, 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 Spaß, 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 Spaß. Okay. Was weiß ich schon? Und hier siehst du diese Sachen, weil die Sache ist die, dass wenn wir es zulassen, dass der Gott dieser Welt, der die Welt so mit solchen Werten laufen, am Laufen, wie sagt man, sie am Laufen lassen, oder wie sagt man? Am Laufen hält, sehr gut. Am Laufen hält. Aber wenn wir diese Gedanken zulassen, nicht ich will zum Himmel hinaufsteigen, sondern hey, ich bin eigentlich unzufrieden. Und ich bin jetzt undankbar. Wenn wir das laufen lassen und sagen, hey, nicht ich will hoch über den Sternen meinen Thron aufrichten, sondern ich bin eigentlich was Besseres. Wenn wir es laufen lassen und es zulassen, dass diese Gedanken hochkommen, nicht ich will mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden, sondern der Gedanke, mein Potenzial ist eigentlich größer als das, was andere sehen. Wenn wir dieses zulassen, dass wir nicht, dass wir sagen, ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, sondern unser verborgener Gedanke ist eigentlich, ich bin unzufrieden mit den Entscheidungen Gottes in meinem Leben. Was dann am Ende passiert, und das siehst du in der Welt, ist, was will ich mit diesem Gott zu tun haben? Dieser Gott ist einfach nur egozentrisch. Dieser Gott ist einfach nur undemokratisch. Dieser Gott ist einfach nur, weißt du, was ist das für ein Gott, der diesen Ehrenplatz für sich alleine haben will? Weißt du, mein so? Und ist Gott egozentrisch? Ja. Er braucht niemanden. Keinen von uns. Er ist der Einzige, der niemanden braucht. So egozentrisch. Aber weißt du was? Gott sei Dank ist es so. Und dieser Gott, der niemanden braucht, hat gesagt, ich gebe mein Leben, weil ich will sie. Ich will sie hoch erhöhen. Höher, als sie sich überhaupt vorstellen können, dass sie hochkommen können. Und deswegen, es ist immer, immer und immer wieder notwendig, dass wir zu dem zurückkehren, zu dem Gedanken und nichts anderes zulassen. Gott ist gut. Er hat sein Leben gegeben und meine Errettung, das Einzige ist, was ich davon habe, ist es mehr als genug, mehr als ich jemals verdient hätte. Und er ist aber so wundervoll, so fantastisch, dass er viel mehr gibt als nur die Errettung, die ich empfangen habe. Und deswegen, wir müssen radikal sein, radikal in der Dankbarkeit. Wir müssen radikal sein in der Zufriedenheit. Wir müssen radikal sein im Ermutigen. Wir müssen radikal sein, radikale Fans von Menschen. Wir müssen radikale Diener sein. Und dann können wir beobachten, wie Gott uns erhöht. Anders wird es nicht passieren. Und hier hast du diesen Cherub, der so wundervoll, so fantastisch war. Und Gott sagt, pass auf, das ist das, was ich vorhabe. Dir Cherub, der so schirmend ist, so wundervoll, so voll mit Edelstein bedeckt, pass mal auf, was ich vorhabe. Guck mal, dir will ich als erstes sagen, was ich vorhabe. Ich will etwas schaffen. Ein Menschen, der nicht fliegen kann wie du. Der nicht
nur durch Gedanken von einem Ort zum nächsten oder von Mars zur Erde und zum Jupiter fliegen kann. Ich will da eine Erde schaffen, die wesentlich kleiner ist wie alle anderen Planeten, die du jemals gesehen hast, wo du selber begeistert warst an den Tagen, als ich diese Planeten geschaffen habe. Ich will da so einen kleinen Planeten schaffen. Und da nehme ich Staub. Und Staub, da will ich nicht nur eine Kreatur schaffen, die kleiner ist wie der Planet und der Planet ist kleiner wie du, sondern ich will da eine Kreatur schaffen, wo wir fast ein Mikroskop brauchen, um sie zu sehen von diesem Planeten, von dem Ort, wo du bist. Und dann will ich einfach nur in dich etwa, in sie etwas hineinhauchen. Und diese Kreatur nehme ich und sie werde ich dann sowas in meinem Bild und in meinem Angesicht schaffen. Und sie will ich dann erhöhen. Einfach nur zu zeigen, wie wundervoll ich bin. Du kannst ein Teil davon sein. Und er sagt, nein. Ich will diesen Platz. Ich bin viel schöner. Ich bin viel gebildeter. Ich bin viel qualifizierter. Ich hab's doch verdienter. Darum geht's nicht. Es geht einfach nur, den Willen des Herrn zu erfüllen. Und zu verstehen, dass die höchste Form von Herrschaft dienen ist. Und Gott es jedes Mal aufs Neue uns beweist. Und er sagt, pass auf, ich werde so tief runtergehen. Nur damit ich diese Kreaturen sowas von erhöhen kann, um aufzuzeigen, dass die höchste Form von Herrschaft dienen ist. Das ist, wer ich bin. Und du, Engel, an dem, wer du bist, wird nichts weggenommen. Du wirst weiterhin so wundervoll sein, weiterhin so glanzvoll, weiterhin. Du kannst einfach nur zufrieden sein, wie du bisher bist. Nichts wird sich für dich ändern. Nichts. Hier war zufrieden und auf einmal unzufrieden und undankbar, obwohl sich für ihn nichts geändert hat. Und das ist noch immer seine Agenda. Seine Agenda ist es noch immer, dass wir unser Selbstwertgefühl nicht darauf bauen, was Gott über uns sagt, sondern uns vergleichen mit dem, was wir bei anderen sehen. Und es gibt so viele tolle Bibelstellen, die am Ende alles bestätigen. Alles, was er haben wollte, seine fünf Ich-Wills, hat Gott uns gegeben. Er sagte, ich will zum Himmel hinaufsteigen. Und Gott sagt, diese kleinen Kreaturen, sie sitzen mit mir an himmlischen Orten. Ich will hoch über den Stern meinen Thron aufrichten. Und über diese kleinen Kreaturen, über uns, sagt er, dass er uns geschaffen hat, besser wie Engel. Und dann sagte er, ich will mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Und zu uns hat er gesagt, wenn die überwinden, werden sich mit mir auf meinen Thron setzen, so wie ich mich auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Und dann sagte er, ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen in der Herrlichkeit. Und uns hat er exakt das gegeben, dass wenn wir mit ihm sitzen auf seinem Thron, wir Herrlichkeit empfangen werden, die wesentlich höher ist als die alles, was er erlebt hat. Und ich will mich dem Höchsten gleich machen. Und er sagt, so wie ich bin, so sind sie in dieser Welt. Obwohl sich für ihn nichts geändert hat, aber nur weil er es bei anderen anders gesehen hat, ist in ihm etwas aufgestiegen. Deswegen seid radikal dankbar bei der Arbeit, seid radikal dankbar, wenn jemand einen besseren Job bekommt wie du, obwohl er weniger qualifiziert ist. Seid radikal dankbar, bete sogar dafür, dass andere befördert werden, weil das Ding, das ist das Prinzip, dass du befördert wirst. Pushe andere, dass sie über das Maß hinausgehen, was du jemals erreicht hast, weil dann wirst du sehen, wirst du erhöht werden über dem Maß, was du und was wir überhaupt uns vorstellen können. Pushe andere, diene andere, fang an, das Potenzial in ihnen zu sehen und nicht die Fehler in ihnen zu sehen. Fang an, das Potenzial in ihnen einfach nur blühen zu lassen und dann beobachte einfach nur, wie Gott dich erhebt. Und wenn es Jahre dauert, was weißt du schon, was Gott mit dir vorhat? Amen. Amen.
Thank you.